So, im gleichen Spiel geht's hier weiter. Ich bin nicht aus der Lobby raus. Und wir spielen wieder Team Deathmatch auf Somalia Stronghold. Also sind jetzt hier in Somalia unterwegs. Das sieht so aus wie so eine kleine Insel. Erinnert so ein wenig an, wie heißt das? Alcatraz. Und schauen jetzt mal, ob wir uns hier weiterhin nach oben arbeiten können. Das war gar nicht schlecht, die vorige Runde. Am Anfang habe ich gedacht, so, wow, das wird nichts. Aber dann kam die Vierer-Streak, die hat uns hier nochmal alles gerettet, sodass wir hier im Plus rausgehen können. Und das ist ja schon mal das Wichtigste überhaupt. Also Somalia hier, Fireteam Charlie, Bloody LP with SSX Tour. So, und wir nehmen jetzt. Ah, lass uns noch mal mit dem Heavy Gunner probieren. Der war gar nicht schlecht. Pre-Round, Change Class. Wir haben noch 10 Sekunden Zeit, bevor die Runde startet. Und die Map, die habe ich schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, eine sehr weitläufige Map, die nach oben geht, so im Gebäude. Ich glaube, das war die Map. Ich bin mir allerdings hier nicht sicher. Können wir gleich mal überprüfen, wenn wir hier durch die Ruinen Somalias tapfen. Stapfen, tapfen, wapfen, wapfen. Nee, ich glaube, das war sie doch nicht. Da verwechsel ich noch was. Aber es ist auf jeden Fall meine erste Runde hier auf diesem Somalia Stronghold. Und da geht's ja schon los, da geht's ja schon los. Und wir haben den ersten Kill schon. Wir sind ja ein schwerer Gunner. Und hier kommt eine Granate geflogen, da geht's hier gleich ab. Liebe Leid. Liebe Leid. Wo geht's hier ab? Ich muss mich hier ein bisschen noch konzentrieren. Jetzt einer gefallen von unseren. Wo ist er hin? Hallo? Okay. Komm schon, stirb doch weg! David Solana S97 hat hier schon ein paar Auszeichnungen mehr als wir. Und hier stehen wir jetzt zu dritt in so einer kleinen Hütte. Das ist sicher nicht positiv, wenn hier die Granate hagelt, dann war's das. Wir können hier Supplies geben. Und da ist ein Enemy gefallen. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir mal Give Resupply. Also wir sind hier, glaube ich, weit im feindlichen Territorium. 8 zu 6 bisher. Also die Map scheint groß zu sein, sodass hier nicht so dieses Rush-and-Death-Verhältnis aufkommt, sondern hier mehr die Taktik gefragt ist, wo man mit den anderen Leuten hier rumläuft. Ich bin sehr gespannt, wann wir auf unser nächstes Gefecht treffen werden. Buddy Kill plus 15. Buddy Double Kill. Ah, Supported Shooting. Das ist ja geil. Können wir also unser Zweibein aufstellen und somit den Rückstoß dieser doch schweren Waffe hier ein bisschen verringern. Wow! Wo sind die Feinde? Wo sind die Feinde? Scheinen sich hier so ein wenig verschanzt zu haben, nur wo? Das ist die Frage und genau da war er. Glücklich um die Ecke gekommen, dass hier noch. Wow! Dass hier noch ein anderer Freund mit von der Partie war und der Feind hier erstmal das Augenmerk nicht auf mir hatte. So, jetzt gehen wir hier mal im Gebäude nach oben. Vielleicht können wir hier mal wenig aus dem Gebäude rauszwirbeln. Können wir da durch? Nee, da können wir nicht durchkrabbeln. Hier die Häuserecke ist eigentlich ganz schön anzuschauen als Ziel. Da war unser Buddy, glaube ich. Da war nämlich blau markiert. Also so langsam finde ich mir so ein bisschen zurecht, komme mit der Steuerung auch klar. Aber irgendwie sind hier zu wenig Gegner. Liegt daran, dass wir nur 5 Gegner haben. Oh, das ist ein Feind. Freund, meine ich. Und die Feinde, die zeigen sich hier nicht mehr. Jetzt haben wir einen auf der Karte. Sehr, sehr langwierig hier gerade. 11 Minuten 27. Also hier auch ein Zeitlimit vorgegeben, sodass man hier nicht stundenlang in einer Map rumhantieren kann. 17 zu 12 für uns jetzt. Und ich glaube, ich begebe mich hier zu weit abseits vom Kriegsgebiet. Ich glaube, das hier war unser Spawnpoint, wo wir begonnen haben. Deshalb gehen wir gleich wieder zurück. Ha! So.
Hier haben wir einen großen Platz, ein bisschen aufpassen. Da kommt ein Feind irgendwo. So, dich habe ich erwischt, mein Freund. Rocken, also ich habe eine neue Spielerklasse freigeschaltet. Neue Einheit. Allerdings werden wir hier bei den deutschen KSK bleiben. Erstmal Blackhawk Transport. Wir sind auf Private Level 5 aufgestiegen. Jetzt hier unten ist ein Feind. Jetzt kann ich hier den Supported Scheiß aufbauen. Oh, ich habe ihn erwischt. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Richtig cool war das. Support Action Points. Ausgewählt und rufgezundert. So. Oh, ich muss hier weg. Da ist irgendwo ein Sniper. Deshalb werde ich hier mal abhauen nach hinten durch. Fürs erste weg. Hallo? Im Rauchgranaten. Human Killers, da ist hier. Hat hier eine Granate geschmissen. Wir müssen über dieses offene Feld. Ah, da war ein Feind. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Da war bestimmt auch bald tot. Scheiße. So, wir können hier beim Buddy spawnen. Der hier gerade mitten im Gefecht ist. Gewinn, 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 Bruder. Komm schon, lass mich spawnen, lass mich spawnen, lass mich spawnen. 26:20 hier, noch 9,5 Minuten. Oder eben, wir erreichen die 75. Oder natürlich unsere Feinde auch. So, wir haben unseren Buddy wieder resupplied. Natürlich sehr wichtig hier, dass die eigenen Mannen immer mit Munition etc. versorgt sind. So, und da ist der Feind. Bastard. Und da kracht es auch schon wieder. Machen wir mal Suppressing Fire. Und wir werden genommen von hinten. Scheiße. Und der hat mit dem 60er Mörser hat er drei Leute gekillt. Heftig, 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 wie es hier abgeht. Aber wir sind wieder im Rennen. Wir müssen jetzt allerdings schauen, dass wir hier das Heft nicht aus der Hand geben. Da werden wir wieder zusammengeschossen. Aber das sind unsere Mannen jetzt, also die Granaten hier für Umme rausgezuscht. Oh, oh, oh. Hier sind ein paar Leute gefallen. Und da schön wie er gleitet, das können wir natürlich auch. So, Konzentration, liebe Leute, Konzentration. Oh, und da haben wir einen mitgenommen. Und. Ist er tot? Weg! Ah, oh, gerade habe ich noch das Granatensymbol gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Auf jeden Fall einen haben wir mitgenommen. In diesem Wirrwarr. Und unser Buddy schmeißt hier mit Granaten um sich. Boah, da geht's gleich ab. Was geht hier? So, dich habe ich, mein Freund. Dich habe ich. Das war die Vergeltung. Für unseren Kameraden, der hier gefallen ist, im somalischen Gebiet. So, jetzt gucken wir 43, 37, das ist noch ganz positiv. So, das sind Freunde, da können wir nicht hoch. Oh, Junge, überrasch mich doch nicht so. Oh, 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 lad nach, lad das schwere Ding nach. Komm von rechts. Ich werde den Typ hier umgehen. Und ich hoffe, das klappt. Aber das scheint schon. Also einen habe ich, glaube ich. Oh fuck, da war wieder eine Granate. Jedes Mal sehe ich das zu spät. Aber einen haben wir mitgenommen, auf jeden Fall, meine ich. Allerdings hier die schwere MG natürlich mit Streuwirkung, also. Was das? Das ist ja ganz klar. Also wer hier so eine schwere MG vor sich trägt und dann mal drunter zuscht mit 5,56 mm, ist das natürlich nicht spaßig. Und hier wird geschossen.
So, ich schmeiß jetzt einfach mal da drüber. Da standen nämlich zwei. Oh, das war ein bisschen weit. So, jetzt den Angriff mit den ganzen Mannen. 61, 46, das wird jetzt sehr deutlich. Wir haben keine Ammo mehr für die Granaten. Müssen wir uns resupplyen lassen. Ah, fuck! Junge, Junge, Junge. Da war er ein bisschen besser als wir. Er hat wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Plus 60 Health. Was soll's? Da kommt schön hier die Hubschrauber. Die bringen hier Nachschub für uns. Ich werde jetzt hier supported machen. Schönes Zweibein aufstellen. Und dann nichts mehr sehen. Klasse gemacht. So, hier rein damit. Oh, und da haben wir ihn getroffen. Da haben wir einen erwischt. Einfach mal reinholzen. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Oh Gott, die streuen natürlich auch. Damage Assist. Jetzt haben wir hier so einen Blackhawk Support geholt. Und wir haben sie, glaube ich, hier drin. Wir haben sie hier eingesperrt in dem Leuchtturm. Haben sie sich verschanzt. Da werden wir auseinandergeschossen. Wir kriegen den Blackhawk Support, was auch immer der bringt. Ah, cool. Blackhawk Spawn. Ah, cool. Jetzt haben wir hier den Blackhawk als Spawn Point quasi errichtet. Und das Spiel ist vorbei. Fireteam des Monats. Also wir, das beste Team hier. Dank natürlich SSX Tour haben wir 3999 Punkte. Bloody LP hat 10 zu 7. Gar nicht mal schlecht. Wunderbare Runde, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir hier die Punkteverteilung. Wir haben natürlich ROKDN und Swedish SOG Pointman freigeschaltet. Und Private Level 5 sind wir jetzt. Wir haben 7 Unused Token, die müssen wir auf jeden Fall mal verwenden. In a round, finish as a best team oder was? Team Deathmatch Ribbon, win a round of Team Deathmatch, Winner Ribbon. Wunderbar, da Hagels Punkte, Doppel XP und wir sind aufgestiegen. Double XP Experience, wir sind nun Private First Class 1. Und wir haben eine Freundschaftsanfrage. War auch ein guter Buddy, kann man sagen. Für heute war es das. Ich werde jetzt hier mal rausgehen, werde mir die Waffen anschauen oder die neuen Waffenklassen, was hier so abgeht. Neuen Soldaten, neue Waffen und werde dann euch im nächsten Part drüber berichten, was wir alles freigeschaltet haben und was ich ausgerüstet habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Bloody LP.